Ein kleines bisschen fühlt er sich in Paris schon heimisch. Rateb Nouri, der Journalist aus Afghanistan, lebt erst seit Ende August in Frankreich. Vor den Taliban ist er aus Kabul geflohen. Ich fühle mich hier manchmal sehr einsam und ich bin aufgewühlt, wenn ich sehe, dass hier alles so normal und ruhig ist. Aber in meinem Land herrscht Krieg. Und alle Errungenschaften der letzten 20 Jahre sind verloren gegangen. Keiner in Afghanistan kümmert sich noch um die Rechte der Frauen, die Rechte der Kinder, die Menschenrechte, die grundlegenden Rechte eines jeden Menschen. Nouri hat in Kabul das Büro von Radio Free Europe geleitet und arbeitete für eine französische Nachrichtenagentur. Das machte ihn zur Zielscheibe. Der Journalist floh mit seiner Frau nach Paris. Sie ist schwanger, musste ihre Familie in Kabul zurücklassen. Als wir am Flughafen in Paris ankamen, fingen wir beide an zu weinen. Wir waren innerlich zerrissen, fragten uns, und was jetzt? Wir waren zwar in Sicherheit, mussten aber alles zurücklassen. Unsere Heimat, unsere Kultur, unsere Familie, Freunde und Verwandte. Die beiden haben angefangen, einige Brocken Französisch zu lernen. Sie wollen sich bald für einen Sprachkurs anmelden. Ein erster Schritt in ein neues Leben. Ein Leben im Exil. Ungewohnt für Rateb Nouri, aber er hat in Paris einen Ort gefunden, wo er sich mitteilen kann, wo man ihm zuhört, im Club der Dissidenten. Der wird von Taher Siddiqui geführt, einem Journalisten aus Pakistan. Der Club der Dissidenten bietet all jenen eine Plattform, die sich auch im Exil politisch engagieren wollen. Hier können sich Menschen kennenlernen, ihre Erfahrungen teilen, Brücken bauen, untereinander und zur französischen Gesellschaft. Auch Siddiqui musste sein Land verlassen, nachdem er sich kritisch über das pakistanische Militär geäußert hatte. Nur knapp entkam er 2018 bewaffneten Männern, die ihn in Islamabad entführen wollten. Er floh nach Paris, eröffnete eine Bar für Flüchtlinge. Für ihn eine Fortführung einer alten französischen Tradition. Hier in Paris habe ich verstanden, was sich hinter der ursprünglichen Idee von Bars und Cafés verbirgt. Es sind Orte, an denen sich Menschen treffen, um zu diskutieren und um sich mit Themen zu beschäftigen. Jede Woche lädt Siddiqui zu einem Vortrag über weltpolitische Themen ein. Heute geht es um Konfliktvermeidung und Friedenslösungen. Herzlich willkommen im Dissidentenclub. Menschen aus Ruanda, Kolumbien, Syrien berichten über ihre Erfahrungen. Auch Nouri spricht über seine Erlebnisse. Im Grunde waren wir alle von der Übernahme der Taliban überrascht. Wir haben nicht wirklich damit gerechnet, dass es so schnell und zügig gehen würde. Für Stammgäste ist der Dissidentenclub ein Ort, an dem es um mehr geht als um Drinks. Flüchtlinge haben keine Stimme. Deshalb ist dieser Ort, diese Veranstaltung, eine tolle Gelegenheit, ihnen zuzuhören, um sie zu verstehen, bevor wir sie beurteilen. In dieser Bar treffen sich Journalisten, Exilanten, Flüchtlinge. Wir tauschen Erfahrungen aus und bringen die Diskussion mit Leuten voran, die nicht unbedingt mit den Themen vertraut sind. Ich finde das jedes Mal sehr interessant und anregend. Am Ende der Veranstaltung ist Nouri erleichtert. Es habe ihm gut getan, all seine Erlebnisse mit anderen teilen zu können. Es ist eine der besten Erfahrungen, die ich bisher in Paris gemacht habe. Ich habe heute Abend viel mitgenommen, viel von anderen gelernt. Und ich habe neue Menschen kennengelernt. Je mehr ich darüber spreche, desto besser geht es mir. Und ich glaube, ich werde heute Nacht gut schlafen. Eine gute, eine ruhige Nacht. Davon hat Nouri nur wenige gehabt, seit er in Paris angekommen ist.